Diese wunderschöne, zuckersüße, unendlich freundliche, verschmuste Galga ist Frozen. Warum sage ich so viele tolle Sachen über Frozen? Weil sie einfach ein echtes Zuckerpüppchen ist. Die ist so süß, die ist so nett, die ist so unkompliziert. Und die ist hier total fehl am Platz. Die friert gerade, wie man sieht. Wir werden ja auch den Pulli gleich wieder anziehen. Frozen möchte hier weg. Frozen möchte einfach nur bei Menschen sein. Wenn sie bei Menschen ist, ist ihre Welt total in Ordnung. Kommt sie zurück in Zwinger, ist sie inzwischen viel, viel, viel am Weinen. Sie wurde zusammen mit Tarzan gefunden. Wir gehen davon aus, dass Tarzan ihr Sohn war. Während Tarzan noch im Refugio war, war es besser. Tarzan hat inzwischen sein Zuhause gefunden, ist ausgereist und seitdem ist Frozen wirklich viel, viel, viel am Weinen. Frozen ist so eine wundervolle Hündin. Wir können uns sogar vorstellen, dass sie zu Winter- und Einsteigern geht. Vielleicht sogar als Einzelhund, weil sie vor allem den Kontakt zu Menschen sucht. Das heißt natürlich auch, dass Frozen nicht ewig alleine bleiben sollte. Könnte aber zum Beispiel ein super Bürohund sein. Das können wir uns absolut gut vorstellen, dass sie ihren Menschen einfach überall hin begleitet. Was man zu Frozen sagen muss, das sieht man auch schon, wie sie steht. Sie hat einen alten Bruch im Oberschenkel. Der wurde damals nicht versorgt, ist ungünstig zusammengewachsen. Aber eine Operation würde jetzt keinen Sinn mehr machen und die hat damit auch keine Schmerzen. Frozen kann laufen, ganz normal. Was wir uns natürlich aber wünschen, ist ein ebenerdiges Zuhause, weil im Alter könnten Treppen ihr natürlich schon eine Schwierigkeit bereiten. Und ewig lange Wanderungen oder so sind für Frozen auch nichts. Aber normale Spaziergänge findet die richtig, richtig klasse. Die ist so süß und die leidet hier wirklich sehr. Deshalb melde dich. Frozen ist ausreisebereit. Die wartet einfach nur drauf, dass sie nicht mehr bei irgendeinem Menschen kuschelt, sondern bei ihren Menschen. Dass sie mit ihren Menschen zusammen ist, ihre Menschen begleiten darf, mit ihren Menschen ihr Leben genießen darf. Das ist wirklich eine der wenigen Galgos, der so wahnsinnig aufgeschlossen Menschen gegenüber ist und gar keine Ängste, gar keine Scheu zeigt. Perfekter Hund. Perfekter Hund, wenn man sich was Schmusiges sucht und wenn man auch vielleicht das Wissen nicht hat, die Zeit nicht hat oder es einfach nicht möchte, einen sehr ängstlichen Hund aufzunehmen. Also wenn man einfach sagt, hey, ich hätte gern einen Hund, der einfach von, vielleicht nicht Tag 1, aber sagen wir Tag 7 an, total aufgeschlossen mit mir unterwegs ist, dann ist Frozen der perfekte Hund.